Und was draußen, ich bin Jan von Ballis United und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Hier seht ihr schon das Album der neuen Bundesliga-Sticker, die kommen am 22. Januar raus. Wir haben dazu gestern schon ein Video gemacht, wo wir ein ganzes Display geöffnet haben. Checkt das auf jeden Fall ab, aber das erstmal nur am Rande, denn neben den Stickern gibt es hier auch brandneue Quartetts zur Bundesliga. Die gab es, glaube ich, schon zweimal, glaube ich, die letzten beiden Jahre. Und dieses Jahr gibt es wieder welche. Wir haben hier sogar ein kleines Display. 5 Euro kostet eins, wie auch schon die letzten Male. 6 Quartetts pro Box. Und so, ich hole eins raus. Wie gesagt, wir haben 6 Stück. Und es wird auch ein cooles Gewinnspiel geben. Das werden wir, glaube ich, diesmal wieder auf Instagram machen. Ihr könnt aber auch schon eins auf YouTube gewinnen. Dafür müsst ihr einfach nur rüber auf das Display-Opening gehen, das Video liken und in die Kommentare Hashtag Bundesliga schreiben. Und dann könnt ihr eins, wahrscheinlich sogar mit Unterschriebenen, das versuche ich heute Nachmittag noch zu schaffen, dass die Eintracht-Spieler, die hier drin sind, unterschrieben werden. Also könnt ihr dann gewinnen. Und wir verlosen 2 oder 3, ich muss mal gucken, 2 oder 3 auf Instagram, das findet ihr dann, den Link zu unserem Instagram findet ihr auch in der Videobeschreibung, @BuddiesUnited, also wie gesagt, 2 oder 3, ihr werdet es dann im Post sehen, findet ihr, dann könnt ihr gewinnen. Und ja, bevor ich es aufmache, so sieht es von vorne aus, hier diese Kästchen im Hintergrund erinnern mich stark an das Bundesliga, deswegen habe ich hier auch liegendes Heft. Hier sind die verschiedenen Logos in Schwarz, Grau und Rot. Hier hinten sind es einfach nur die Farben in Schwarz und dann immer heller werdendes Blau. Wir haben hier ein paar Spieler drauf. Unter anderem natürlich Pulisic, der nach der Saison zu Chelsea gehen wird. Abraham Plattenhardt, ich glaube das ist Upamecano, Bargfrede und Füllkrug. Dann Seite so mit den Topstars der Bundesliga. Hinten sind ein paar Karten abgebildet und so weiter. Das Ganze natürlich von Tops. Und so weiter, Bundesliga-Tops, und jetzt machen wir das Ganze mal auf. Ich werde das ganz kurz durchgehen, das ist ja jetzt nicht wie Packs so, dass immer was anderes drin ist, sondern die gleichen Karten werdet ihr in eurem Kadett auch finden, aber ich wollte es euch mal kurz präsentieren. Ich muss mal schauen, ja, es gibt eine einfache Variante, das zu machen, wenn ich den Beginn finde. Okay, dann nicht. Aber ich habe ja noch ein bisschen liegen, also so. So sollte es aufgehen, ja. 36 Karten müssen es, glaube ich, sein. Normales Quartettspiel. So, als erstes die Spielregeln vom Quartett. Es gibt 9 verschiedene Kategorien und Spielregel für Trumpf. Also da könnt ihr auch noch mit den 6 weiteren Kategorien Spiele, Tore, Assist, Größe, Gewicht und Alter auch noch gegeneinander spielen, also normales Quartett. Ich muss sagen, die Karten fühlen sich sogar, ja, ähnlich wie die letzten Jahre ganz gut an. Gute Spielkarten, die auch ein bisschen rau und Textur oben haben. Ganz cool gemacht eigentlich. Von hinten sehen die Karten so aus, so sieht das Quartett aus. Also ähnlich wie die Verpackung, dann Quartett, Bundesliga, Tops. Und jetzt schauen wir uns die verschiedenen Kategorien an und die Karten mit den Spielern. Das ist die erste Karte. Neuer Transfer ist die erste Kategorie. Serge Gnabry vom FC Bayern München. Die letzten Male gab es immer 2 Karten pro Team. Und ich gehe davon aus, dass es diesmal wieder so ist. 36 Karten, 18 Teams, das passt perfekt. Da hat man hier Spiele, Tore, Assist, Größe, Gewicht und Alter. Das Logo, den Namen Tops. Und hier das normale ja, Spielerporträt, okay, nicht richtig Porträt, aber dieses Ganzkörperporträt sozusagen von der Bundesliga. Neuer Transfer Serge Gnabry, dann neuer Transfer gibt es noch Marc Uth von Schalke 04, dann noch Leonardo Bittencourt für Hoffenheim und Thomas Delaney für Dortmund, kam ja vom SV Werder Bremen. Das ist die Nummer 1 Kategorie, hier A bis D. Dann machen wir weiter mit 2, das sind die Kapitäne. Da haben wir von Bayern 04 Leverkusen Lars Bender. Dann haben wir Willi Orban für Leipzig. Dann Christian Gentner für Stuttgart. Und
David Abraham für Eintracht Frankfurt. Also wie gesagt, ich werde versuchen, da noch ein paar Unterschriften drauf zu bekommen. David Abraham ist da die erste. So, dann haben wir als nächstes Assist-Könige für Gladbach. Haben wir hier Lars Stindl. Dann Marvin Plattenhardt, der ist auf jeden Fall ein Assist-König mit seinen Flanken von der linken Seite. Max Kruse, hier sieht man es, 63 Tore, 58 Vorlagen. Hier bei Stindl war es auch so, 47 Tore, 45 Vorlagen, also obwohl es Stürmer sind, viele, viele Vorlagen. Und zu guter Letzt noch Philipp Max, auch der ähnlich wie Plattenhardt, von der Flügelverteidiger, schlägt er die Flanken rein. Dann die vierte Kategorie ist Elfmeterkönige. Das steht hier jetzt an der Seite nicht genau drauf, wie wir die gemacht haben. Das ist als erstes auf jeden Fall Niklas Füllkrug. Da haben wir Daniel Brosinski, Yannick Haberer von Freiburg und Paul Verhaag. Paul Verhaag muss natürlich dabei sein, früher schon bei Augsburg, jetzt auch bei Wolfsburg. Absoluter Elfmeterkönig. Also wenn es bei einem Spieler zutrifft, dann ist es bei ihm. Dann haben wir als nächstes die Matchwinner. Also die gibt es nicht nur bei Match-Attack, sondern hier auch im Quartett. Matchwinner Ruben Hennings. Dann haben wir Hanno Behrens. Robert Lewandowski, der ist auf jeden Fall ein Matchwinner. Und Daniel Caligiuri für Schalke 04. Dann Nummer 6 sind die Youngsters. Das sind junge Spieler, die Großpotenzial haben. Unter anderem Nadim Amiri. Der ist 22. Richtig, richtig starker Spieler von Hoffenheim. Dann den 20-jährigen Christian Pulisic vom Cover schon, von der Box. Natürlich darf der nicht fehlen. Dann noch Kai Havertz, einer der besten deutschen Talente momentan. 19 Jahre, gerade mal jung. Absoluter, kranker Spieler. Sehr, sehr geil. Und dann noch Dayo Upamecano. Auch der war, glaube ich, auf der Box drauf. Hier von Leipzig, der Franzose. Auch der ein gutes Abwehrtalent, absolutes Biest. Und hier... Dann haben wir die Verteidiger. Da haben wir Holger Badstuber für Stuttgart. Marco Rust, das ist die zweite Frankfurter Karte. Marco Rust für Eintracht Frankfurt. Matthias Ginter und Niklas Stark für Hertha BSC Berlin. Dann haben wir noch Philipp Bargfrede für Bremen. Daniel Bayer für Augsburg, Bacalords und zu guter Letzt Dani Lazza als Mittelfeldspieler. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Stürmer. Da haben wir Nils Petersen für Freiburg, Daniel Ginczek für Wolfsburg, Marvin Ducksch und Michael Ishak für die beiden Aufsteiger Düsseldorf und Nürnberg. Das waren die Quartettkarten dieses Jahr. Ich muss sagen, von der Verarbeitung, von der Qualität, sehr, sehr cool eigentlich. Sehr, sehr gut. Auch ihr seht es hier im Licht. Ähnlich wie bei den Matchdays-Karten ist hier der Hintergrund so ein bisschen rau und dann hier die Werte und das Spielerbild sind so glänzend und so glatt. Ist so ein cooles, kleines Detail, was man nicht bei allen Spielkarten so Standard ist, muss ich sagen. Erinnert mich halt ein bisschen an Match-Attacks. Das ist ja auch so. Und ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache, 5 Euro für ein Kartenspiel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sonst normale Quartetts kosten, aber ich kenne diese Topftrumpf, glaube ich heißen sie. Diese Quartett-Dinger, die sind auch normalerweise auch richtig teuer. Ich glaube, die sind sogar teurer als die hier. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Einmal pro Jahr kommen die für die Bundesliga raus. Macht auf jeden Fall Spaß. Steffen und ich haben die letzten Jahre auch immer ein bisschen damit gespielt und so. Und ist auf jeden Fall ganz cool. Also, das war's dann auch schon von mir, von diesem Video. Wie gesagt, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, wie ihr welche von denen gewinnen könnt, weil 6 Stück brauchen wir natürlich nicht. Und zwar, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Jetzt am Ende werdet ihr sowieso eingeblendet finden das Video zu den Stickern, zu denen übrigens die nächsten Tage auch noch mehr Videos kommen werden. Wie gesagt, da einfach liken und in die Kommentare Hashtag Bundesliga schreiben. Und wie gesagt, dann der Link ist der erste in der Videobeschreibung zu unserem Instagram. Da einfach auch wieder folgen, Bild liken und ihr könnt hier Quartetts gewinnen, die
vielleicht, wenn ich es schaffe, unterschrieben sind. Das war's von mir für heute. Gebt dem Video auch einen Daumen nach oben. Abonniert nicht vergessen. Vielen, vielen Dank an Tops, die uns hier die Quartetts zum Präsentieren zur Verfügung gestellt haben, zugeschickt haben. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei The United. Ciao!